Gegen Japaner, okay. Ich mag so Hybrid Maps eigentlich für Team Games, aber für 1 gegen 1 mag ich die nicht. Weil ich keine vernünftige Wasser-Build-Order hab. WLAN, vielleicht kannst du helfen. Dafür bist du da. Dafür wurdest du dir eingekauft. Keine Build-Order. Ja, Nuvenor, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist das, was dich von 1000 Elo abhält. Wenn, also, ist jetzt nicht, soll jetzt nicht böse gemeint sein, oder du siehst ja, wie ich spiele, ich kann es auch nicht großartig besser, aber ich glaube, das macht ganz viel aus, wenn man eine Build-Order hat. Dann muss man gar nicht gut sein. Allein dieser, also allein das ist dann schon Vorteil genug, dass man gegen Leute so im, bis, keine Ahnung, ich würde fast sagen, bis 900 Elo schon easy gewinnt. Oder vielleicht nicht easy, aber dass man gegen die gewinnt, weil man einfach eine Build-Order hat und die nicht. Ist bei Art of War auch für Hybrid Maps eine Build-Order drin? Salam. Ori. Oder meinst du jetzt Nuvenor? Komm. Kein Bohr gefunden, ne? Schlecht. B wie B, B wie Bohr, B wie Bad. Sollte vielleicht lieber scouten, statt den Quatsch hier zu machen. Gibt's keine Boas mehr auf Vorlegst? Ah, guck mal einen an. Da sind sie. Die CI, ja, bin ich auch sau cool, ganz ehrlich. Gucken wir nach dem Gegner, glaube ich, ne? Improvisier mir was. Ja, okay, dann improvisiere ich mir was. Ich improvisiere mir was, alles klar. Ich schicke ein bisschen was auf Wasser. Gehe dann irgendwie Scouts oder so und dann wird das schon klappen. Na? So meinst du doch. Gucken, wo der Gegner. Hier ist der Gegner, oder? Mit Fünferteil Stone. Was war denn das jetzt? Wieso rennt das Schwein weg? Gut, starkes Scouting. Bau einfach noch ein Haus. Brauche ich da eine Mühle? Eigentlich nicht, oder? Ging halt auf jeden Fall. Doch, er hat schon einen Dock. Aber gut, dass er den fightet. Den schade. Okay. Mal noch einen will und dann gehe ich irgendwie hoch. Mal gucken. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr auf Holz haben. So, jetzt sein Scout tot. Was mache ich? Tower Rush oder was? WLAN? Salam, Meemar.
Ich schick die mal auf Autoscout. Salon, Amade. Salon, Olupe Jamkon. Auf Wasser kämpfen oder Scouts? Ja, ich glaube, da sind mir tatsächlich Scouts lieber. Ja, ich will halt lieber Hilfe haben. So. Das ist, da kann ich es halt auch auf dich schieben, ne? Wenn jetzt irgendwas schief geht. Ja, WLAN, du hast doch gesagt, ich soll das so machen. Also, was ist denn mit dir jetzt? So, dann bauen wir noch eine Mühle. Reicht das dann holzmäßig? Müsste eigentlich, ne? Ja, klar. Das weiß ich tatsächlich. Ich habe sogar noch ein... Kann ich mir das noch leisten? Ja, kann ich mir noch leisten. Los, geh Fjudel, Mann. Geh Fjudel. Persisches Über-TC. Noch eine Woodline irgendwie vielleicht klar machen. Hier, die sieht ist ein bisschen hässlich, aber okay. Salam. Okay. Oh, hier mal zu. Was sagst du? Zweiter See, feudal schon? Oder erst dann, keine Ahnung, Richtung Ritterzeit? Kann ich jetzt schon eigentlich holen, oder? Den zweiten. Wenn ich es irgendwie hinkriege. Why not? Memor. Okay. Jetzt am besten. Ah, okay, gut. Dann machen wir das. Wie gesagt, du bist ja dann schuld. okay. Geh dahin, mach was. So, warte mal, der Gegner. Ist der schon auf Stein? Der wollte sich komplett, ne? Okay. Ori, Salori, Sahi. Gucken wir mal nach hier hinten. Ori, Amade, Salam, Memo. Okay, gehen wir mal hier attackieren. Ich hab was zu trinken. Kommen wir nicht mehr rein. Fuck it, ich gehe einfach mit auf Gold mit den Jungs. Der geht fast Castle einfach. Okay, krass. Gucken wir mal, dass wir irgendwie einigermaßen Walls sind. Du wolltest nie, ja. kann ich den. Kenn ich. Also sieht jetzt zwar gerade nicht so aus, weil ich gerade walle, aber kenn ich auf jeden Fall. Salam.
Ist irgendwo ein, hier ist ein guter Spot für einen Tower eigentlich, ne? Ja, mach ich das. Ein bisschen aggressiv, irgendwas müssen wir ja machen. Oh. Pointy Boys, schnell weg. Bauen wir hier einen Turm hin. So viel Holz. Schicke ich einfach direkt welche auf Stein, glaube ich. Bisschen. Oh shit. Okay, er ist jetzt leider schon Castle, weil wir dumm sind und das keine ordentliche Build-Order haben. Aber ich mag. Dumm. Wirklich dumm. Einfach einen Markt bauen. Und das Ding ist. Gut ist. Machen wir uns wenigstens hier noch zu. Zeit klicken. Gucken, ob wir noch hier können wir noch einen Turm bauen. Gucken, ob das was bringt auf dem Hügel. Was haben wir jetzt hier? Pikeman. Okay. Na, das ist egal. Das ist uns egal. Das ist jetzt ein bisschen dumm gewesen, dass wir unseren Scout haben umbringen lassen. Gucken wir mal hier, dass er noch auf dem Hügel steht. Fletching. Dann kommen mit Scouts, ernsthaft. Wusste die jetzt nicht, was er machen soll, oder was? Ist hier zu? Nee. Okay, der zweite Turm ist da. Kann ich gleich Imp gehen? Das hätte ich auch schon vorher machen können. Oh, zwei Kamele. Holz-Upgrade. Wodkin. Und eigentlich, ganz ehrlich. Was jetzt hier? Okay. Jetzt Lightcap gemacht sogar? Krass. Wow. Gucken, dass wir hier einen TC hinbekommen. Kann man sich leisten. Sahi.
Okay, der Spear überlebt alles. Warum können wir... Achso, weil wir nicht genug Stein haben. Oh, sind wir mal ein bisschen frech, bauen seinen Stein ab. Gold Upgrade. Stein upgrade. Oh shit. Ja, das ist blöd. Tatsächlich. Wo sind die Spear Dudes hin? Hier. Das nervt. Der Gegner nervt richtig hart. Gillnets. Was macht er hier? Longsongs. Okay, krass. Chaotisch. das Loch in der Wall an sich habe ich schon gesehen. Den Scheiß habe ich auch gesehen. Das wäre mal eine gute Maßnahme. Können wir mal sagen, dass meine Felder idle sind. Das könnte man mal sagen. Ist hier noch Action? Ja, ist immer noch Action. Weil ich genug Steine habe, das wäre jetzt. Können wir eine Burg ins Gesicht bauen. Das hätte man sagen können, ist meine. Die Map ist echt chaotisch, oder so wie ich die spiele, ist echt chaotisch. Food fehlt. Kann eigentlich gar nicht sein, ne? Aber okay. Fuck it. Steinwallen hier einfach zu. Ist ein bisschen übertrieben, aber mein Gott. Anders will das ja nicht lernen. Also ich denke auch, ich liege ganz gut vorne, ich kriege nur nicht den Killing Blow sozusagen hin. Zu wenig Food, wahrscheinlich habe ich zu wenig Fisch einfach noch. Können wir mal gucken. Oh, und sowas sollte halt nicht passieren.
Okay. Ja, GG. Meine Felder sind eitel. Ja. Die Runde lief besser, aber ich habe trotzdem ganz viele Fehler gemacht. Ne? Hat man ja gesehen. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich elo-mäßig so weit runter bin. Guck mal, er war auch gar nicht auf dem zweiten Teich. Das ging schon, ne? Ah, WLAN, danke. Ich habe schon gedacht, du bist nicht mehr da, deswegen habe ich gewonnen. Ja, super. Auch hier ganz oft TC idle und so, ne? Also, das. Ein besserer Spieler hat das auch krass ausgenutzt. Ich glaube, die Türme waren eine ganz gute Idee, so. Ja. Mal die Stats noch an. Was hat der Gegner? 11-18, also ja. Sogar noch besseres Rating als ich. M19. Eco hatte ja sogar eine bessere. Ja, wahrscheinlich war er nicht so oft idle. Er hat wahrscheinlich auch mehr Dorfwohner. Jupp. Ich glaube, wenn der nicht fast in Anführungsstrichen Castle gespielt hätte, sondern irgendwas Feudal-Rush-mäßiges, hätte der wahrscheinlich auch gewonnen. Er hatte jetzt nicht mal viel weniger Dorfbewohner oder so. Also Dorfbewohner hat er sowieso mehr gehabt. Der hat einfach nur nicht Militär, ne? Okay, ich nehme es mit auf jeden Fall als Sieg.